Okay, dann fangen Jeder wir mal macht jeweils einen Pick und dann den nächsten. Also du okay. fängst an. Okay, wen nehme ich denn dann? Okay, das könnte jetzt echt hart werden. Weil wir noch kein einziges Auto haben, macht das echt beschissen. Nimm ich Didi. Das ist halt echt so. Wir haben echt Ich glaube, keine. wir haben bloß zwei Autos. Ja, wir haben alle nur wirklich zwei Autos. Also hier. Fuck it. Ich zieh das jetzt durch. Affenstarke Gang. Fuck it, das ist 0815 Auto Nummer 1. Wie machen wir das jetzt? Ein Grand Prix durch oder machen Ich würde wir sagen, alle Grand Prix. wie meinst du? Ja, alle Grand Prix einmal und die Punkte dann aufschreiben. Was? Du willst hier. Das sind vier Strecken, das sind vier Strecken und das sind Ja. vier Strecken. Also du willst 12 Rennen insgesamt fahren, der beste davon insgesamt. Wir haben gerade schon Okay. 17. Wenn du meinst. Dann fangen wir an. Dann fangen wir mal an. Wir müssen noch irgendwie den Tag durchkriegen, ne, Kevin? Mario Kart Double Dash. Wieso ist Go! bei dir außer so komisch dunkel? Keine Ahnung. Oh, ich liebe die Musik. Oh Gott! Bowser! Hör auf, ich hab zu schießen. Okay, warte mal, wie geht überhaupt nochmal die Steuerung? Ne? Jugenddemenz tritt schon wieder ein. Ey, das ist halt echt gar nicht mal so einfach. What the? Oh Gott. Oh Gott. Au! Bam! Voll getroffen. Right in the Kisse. Oh Mann. Müsste gleich mal zwischen den Rennen bei mir, glaube ich, den Ton lauter machen. Vom Spiel. Ja, weil den hört man fast gar nicht. Ja, Habe ich zumindest das Gefühl. das musst du dann ja entscheiden. Kann das nicht. Na? Aber warte mal, wie macht man. Ah, okay. Und ich würde mal sagen, wenn wir, wenn es der Zufall so will, beide Gleichstand haben, ne? Nein, ich hab zu schießen. Ich würde sagen, wenn wir beide Gleichstand haben, wenn es der Zufall so will, müssen wir so einen Battle-Mode-Kampf Ja, machen, ne? ja. Das ist ja klar. Ja, geil, die Banane habe ich richtig geil hingesetzt. Und es zählen ja auch nur unsere Punkte, ne? Also, ne? Es ist vollkommen egal, welche Position wir sind, auch wenn Ja, wir nicht die klar. Letzter sind, Die ne? anderen sind ja sozusagen bloß hier Hindernisse. Ja. Nein! Oh Ach, ja. ey, weich doch aus! Dummer Cooper, ey, da kann ich Auto fahren. Der kann bloß fliegen. Ja. Was nimmst du Oh auch? Was nimmst du auch Gott. den fliegenden Cooper und nicht den fahrenden? Oder laufenden? Ja, ich dachte irgendwie, seine Flügel geben ihm irgendwie so göttliche Macht. Beim Fahren. Ja, vielleicht. Hör mal, ich denke doch über sowas nicht nach. Okay, dritter ist okay. Huh! So. Eben. Audio. Machen wir das mal so auf schöne 70. Ach, das war schöne 70. Ding, Schreibst du ding. die Punkte auf oder wie machen wir das? Es wird ja am Ende des sowieso immer am Ende stehen, wie viele Punkte wir haben. Ja, Und wir richtig. müssen halt nur am Ende stehen. Na dann go. Peach Beach. Peach Beach. Beach Beach. Peach Bitch, Bitch. Bitch Beach. Ich Oh, glaube ich den hab den Superstar noch nie hingekriegt. Wobei ich hast du ja gerade gerade eben. schon mal gemacht. Ich glaub ja. Oh Gott. Erstmal Achter sein. Die letzten werden die ersten sein. Aber Einfach das nur, ist. weil sie den blauen Panzer kriegen. Nein, ich hab den großen Bowser-Panzer bekommen. Ich glaube, der ist gut. Ja, aber da ist kein blauer Panzer. Der ist nicht blau, nee, aber. Ne, und Mein der ist gesagt, der auch. blaue Panzer, der kommt ja auch aus der Hölle. Ja, und wo kommt Bowser her? Oh, da hat er den Stern. Ja, da hat er die geile Mucke. Da hat er das Partymobil. Blauer Panzer kommt nicht von mir. Ja, Nö. das ist mir auch vollkommen unbewusst, ob der von dir ist oder nicht. Mir reicht schon, dass dein scheiß Bowser-Panzer von da kam. Hier, frisst das. Dummer Sohn einer Schildkröte. Das Ey, trifft das sogar ist auf euch beide zu. jetzt unfair. Hier, die Abstammung, ne?
Und du bist irgendwie ein italienischer Klempner, der die ganze Zeit... Ich bin gar kein Klempner, was soll ich? Ich bin ein Affe und ein komischer Dino. Was willst du von mir? Ich dachte gerade, dass du Mario bist. Ja, dann bist du halt der räudige Bastard von irgendeinem Affen. Und ein scheiß Dino, der von seinem Herrchen immer geopfert wird, wenn es ihm gerade passt. Also bitte. Ja. Dafür weiß keiner, woher du kommst. Oh nein, blauer Panzer, fuck you. Ey, wie die immer auf mich schießen. Schon Pilz. Ah, oh, shit, glaube ich. Ich hätte nicht den Pilz nehmen sollen und währenddessen da so ein komisches Viech daneben ist. Was ist das eigentlich für Viecher? Das sind Viecher aus Mario Sunshine, ich habe keine Ahnung. Hast du das nicht mal gespielt? Ja, aber das wird dann nicht erklärt. Okay, da ist jetzt ein Gegner, der kriegt jetzt erstmal hier voll die fette Lore. Was kommst du, was da passiert bei Mario? Da ist ja, auch okay. Ein Viech und das ist halt da. Dritter! Meiner. Ich glaube, du hast mich auf den 8. Platz katapultiert dadurch. Ja. Yes! Yes! Komm schon! Definitiv 8. Platz, Alter. Bitteschön. Perfekt. Ah, das ist gut. Nein, das ist absolut nicht gut. Also nein, für mich läuft es mittelmäßig. Oh, da freuen sie sich. Ja. Für dich läuft es ja, ich sage mal... Es ist jetzt noch nicht so ein Riesenunterschied, um ehrlich zu sein. Nee. Es ist nicht so groß, wie ich jetzt ehrlich gesagt gehofft hätte. Aber, naja. Kann man durchaus mitleben. Baby Park! Ja, da wird dein Ding sowas von rocken. Meinst du? Ja, Bowser Dingen geht einfach einmal komplett durch das Dingen durch. Oh, stimmt. Ja klar, erstmal ein Stern hier. Du kriegst direkt nach mir einen Stern, was beschwerst du dich denn? Ich sag, ich beschwer mich nicht. Ich sag nur, ja klar, einen Stern. Ist doch kein Beschweren. Das ist schon irgendwie ein bisschen Beschwerde, so ein bisschen hart. Bisschen hart? Gott, ey. Ich will meinen dicken Panzer! Wann krieg ich den denn? Ich glaub, den kriegst du nur, wenn Bowser fährt, hinten sitzt. Ach so! Kriegt immer nur der die Items, der hinten sitzt. Ich glaube, mir wurden gerade meine Items geklaut. Ah, hör auf, mich abzuschießen! Oh, sind mal alle auf mich gehen. Ja, du bist ja immer noch der Sohn eines räudigen Bösewichts. Ich glaube, dein Panzer hat gerade meine Riesenbanane zerstört. Das und ist durchaus möglich. Ah, scheiße, der hat mich selber getroffen. Oh shit, boah. Oh Gott, Alter, was geht denn gerade? Alter, ich bin Sechster, ey, was es geht? Ja, das freut mich gerade auch. Ich war doch früher mal voll gut in dem Spiel. Früher, damals, vor vielen Jahrtausenden. Ja, es sind immer noch immerhin irgendwie, keine Ahnung, knapp 10 Jahre her oder so. Boah, Fünfter, ey. Alt. Letzter. Wir haben es irgendwie nicht so mit dem Spiel, ne? Nee, ehrlich. Das macht's doch nur spannender. Es geht nicht darum, ums Gewinnen. Es geht darum, um schlechter zu verlieren. Ja, das Problem war gerade, dass mich einfach mein eigener großer Panzer abgeknallt hat. Das war. Hat mich sehr zurückgeworfen. Ja. Okay, weiter geht's. Oh nee. Hat er den Superstart verkackt. Ich muss damit aufhören. Ich hab einen blauen Panzer sofort als erstes Item gekriegt und hab erstmal das halbe Feld hier aufgeräumt. Ich hab erstmal einen Stern bekommen. Du kannst ja auch nicht sehen, was du vorhattest, Alter, du Schlampe. Da wollte er mich voll rammen. Ja, das ist der Sinn im Stern, oder? Weg von Tornado. Ja. Hör auf, ihn abzuschießen! Nein! Friss meine Banane. Die ist gesund. Kannst du selber reinfahren. Die ist gesund. Ich hab sogar noch eine. Nein! Alter, wie der Pisser sich gerade umgedreht hat, als ich vorbeifahren will. Willst du mich verarschen? Oh, Mann, ey. Diese Kackwüste, warum fahren wir eigentlich immer an so absolut unzugänglichen Gegenden? Mario? Ah, ja, richtig, Mario ist ganz satt. Hab ich vergessen, ja, tut mir leid. Immer die... Oh Gott, das wird nix. Ich dachte immer, der Rote kriegt immer die Roten. Aber das wäre, glaube ich, ziemlich imbalanced, ne? Nee, ja, das ist nicht so. Ach, Bowser ist voll ins Feld gefallen in die Mitte.
Ich habe immer gedacht, dass das dieses Sandmonster aus Star Wars ist. Aber ja, weil alles für dich aus Star Wars kommt. Nein, aber das sieht halt echt auch so ein bisschen so aus. Fuck you. Ey, wie kann man eigentlich nochmal jemanden hauen? Das kannst du im Einzelspieler nicht. Wie, das kann man... Das ist nicht Einzelspieler? Oder doch. Was meinst du? Ja, du bist alleine auf dem Auto. Ach so. Geht nicht. Das kannst du nur, wenn du hinten sitzt und halt die Items hättest. Ah ja, okay. Weil dann könntest du die Leute einfach so... in dein Gesicht. Ah, da habe ich einen Stern liegen gelassen. Scheiße. Aus meinen Eiern guckt ja alles raus, deswegen lag jetzt ein Stern, war mal so mitten auf dem Feld. Ja, dann du hast ihn nicht Eier überschätzt. Ja. Oh shit. Vor allem mal wieder, ne? Oh yeah, yeah. Na, come on. Oh Gott, nicht in den Tornado. Wah! Warte mal, was? Tornado! Sharknado? Ja, der auch. Oh. Voll daneben! Naja, zweiter. Yeah. Okay, jetzt brauche ich einen Stift oder sowas. Ja, wir müssen das ein bisschen analog jetzt machen. Warte mal, wie hört denn das jetzt hin? Oh nein! Willst du mich verarschen? Das ist doch vollkommen irrelevant, wie weit wir jetzt sind. Ach, nee, aber allein, dass du jetzt mit einem Punkt führst. Ja, ne? Weil ich einen Punkt weiter vor dir bin, führe ich mit einem Punkt. Wie kann das denn nur sein? Ja, nee, das ist... 19 und 18, okay. Das ist aufgeschrieben, okay. Ja, nee, die Sieger will ich mir nicht geben, da muss ich weinen. Congratulations, yay! Du bist Dritter, Name Entry, nein. Ja gut, komm, du bist jetzt Triple A. Hallo? Ja, ich bin Triple A. Und ich kann das irgendwie nicht angeben. Du musst das machen. Ja, natürlich, weil ich auch gewonnen hab, du. Okay. Warte mal, ist das ein neuer Sprecher? Nein. Oder ist jemand anderes außer Mario oder die letzte Go? Okay, neues Team oder willst du die gleichen lassen? Du kannst ein neues Team nehmen. Ich wäre bei meinem, glaube ich, geblieben. Okay. Dann nehme ich einmal Waluigi. Der so coole Latex. Anscheinend Latex-Latzhosen trägt, weil die sehen echt so aus. Ja, Nico, das sind bestimmt Latex. Ja, was sind das denn für Latzhosen? Guck mal, oder Leder-Latzhosen. Leder, der hat die halt auf Hochglanz poliert. Ah, so, und jetzt im... Okay, Flower Cup. Let's go. Wenn wir mal irgendwie was gewinnen würden an den Cups, würden wir auch Items kriegen oder andere Wagen. Jetzt noch gar keine Memory Card. Das wäre egal, das hätten wir aber auf jeden Fall für diese... Oh mein Gott, da hat er die Vorstadt hinbekommen. Hör doch, mich wegzuschuppen! Weißt okay, du, ich hab Luigi eigentlich nur wegen Deathstare. Den hat er hier doch noch gar nicht. Ich weiß. Aber ich muss ihn ja schon mal trainieren. Du musst ihn mit von deinem inneren Auge trainieren, ne? Oh Gott. Oh, dieser Verkehr! Alter! Ja. Was ist das? Das ist doch... Warum fahren wir hier eigentlich auf so einer vielbefahrenen Straße? Was soll denn das? Man fährt doch nicht im Straßenverkehr so illegale Straßenrennen. Das ist doch kein Kinderspiel. Also ehrlich. Hallo, wir fahren hier illegale Straßenrennen und das ist hier alles voll süß und knuffig, das ist doch scheiße. Sei gefälligst von meinem Patzer getroffen. Nein. Irgendwie fehlt bei mir gerade die Musik. Ja, bei mir auch. Hast du die jetzt ganz ausgemacht, oder was? Ja, die kann ich doch gar nicht ausmachen, wenn du hostest. Wie soll das funktionieren, Kevin? Ich habe keine Ahnung. Du solltest sie nicht in so schneller Manie schießen. Ich wollte ja auch nicht nur dich treffen, ich wollte auch eventuelle andere Verfolger abschießen. Ja, aber wenn du immer wieder in dieselbe Richtung wirfst und dich nicht wirklich bewegst, triffst du eigentlich nur mich und das dreimal, aber während ich im Stunlock bin, das heißt nicht getroffen werden kann. Aber das läuft schon mal nicht gut für mich, ja. Nein! Dieser dumme... Oh, wer packt hier seinen Cadillac mitten auf der Straße? Ey, das ist doch... Okay, ich muss sagen, hier ist aber nicht so viel Verkehr, wie hier sein könnte, also... Ja. Da muss ich sagen, das ist schon mal... Das ist okay. Okay, come on. Yes! Oh, der ist der Erste! Ja, ich bin leider irgendwie Vierter oder sowas. Oh mein Gott! Team Luigi verliert! Ja, passiert ja nichts. Aber ganz ehrlich, mich kackt es doch irgendwie an, dass der Ton komplett weg ist. Ja, das ist, glaube ich, nur bei der Map oder so. Ja gut, auf einer Straße kann jetzt auch nicht irgendwie ein Orchester spielen, ne? Ja, siehst du, jetzt hast du doch wieder
Es kommt Anfang auf Mario's Circuit, auf seiner Privatbahn, die er sich als Klempner leisten kann. Irgendwie glaube ich nicht, dass der sein Gehalt immer offen darlegt. Ich glaube, der hat ziemlich dubiose Lebensgefühle. Der ist Monsterjäger. Hast du gerade echt Arschloch, wie du bist? Ich habe den blauen Panzer bekommen und habe ihn auch sofort eingesetzt. Ich benutze die Waffen, die man mir gibt. Ich möchte übrigens mal kurz sagen, dass es hier immer noch keine Musik gibt. Anscheinend. Dann musst du sie halt selber machen. Wow. Ey, wie ich jedes Mal elegant zwischen den dummen Itemboxen hin und her fahre. Weißt du? So, nicht auf eine drauf, nee, das wäre ja zu einfach. Ich fahre zwischendurch. Das ist die Kunst. Aha. Wenn du das so sehen willst. Oh, oh, über 3 Banden, über 4 Banden, über 5 Banden. Oh, komm schon, ich muss doch Bowser treffen über 26 Banden. Ah, oh, fast immer noch. Gott, was geht denn gerade? Das sind alle so schnell. Irgendwie gerade eben auf dem Highway habe ich gar keinen von den anderen NPCs gesehen, fast. Und jetzt sind sie überall. Warte mal, Bomben mir zu werfen. Was ist das hier? Bagdad? Also ehrlich. Probier's mal mit Afghanistan, wo irgendwelche Panzer fahren. Das hat sich sogar noch gereimt, da bin ich jetzt. Das Lied gibt's auch wirklich mit Probier's mal mit Afghanistan, aber ich krieg den Text gerade nicht drauf. Oh. Da war ich irgendwie in der 7., 8. Klasse, als es so, glaube ich, so relativ leichte Berühmtheit hatte. Wie der Affe mich einfach mal wegkickt, was soll denn das? Barbarei. Skandal. Oh je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Ich glaube, das wird nix. Nee. Dritter. Nicht geil. Ach, fuck it! Fünfter, ey, das ist doch nix. Kann man jetzt eigentlich mal kurz in die Option gehen und gucken, ob das mit der Musik ist oder bricht das dann bringt ab? Nichts. Das ist. Wenn die abbricht, kann man ja nichts dagegen machen. Sound haben wir ja. Ja, aber ich will mal kurz gucken, ob ich das irgendwie ausgemacht habe, so in dem Grund. Nein! Und jetzt fahren wir auf einem Kreuzschiff, auf dem offensichtlich keine anderen Passagiere sind. Oder vielleicht sind wir auch die Passagiere. Und haben uns gedacht, hey, fuck auf die Kreuzfahrt, wir wollen jetzt ein Rennen fahren. Ja, und eine Kreuzfahrt und ein Kreuzschiff, das so groß ist, dass wir mit mehreren Karts drauf fahren können. Ja, ich meine, du siehst doch, wie groß das ist. Ja, sage ich ja. Also, du kannst mal sehen, wo das ganze Geld des Königreichs. Ja, aufgeht. Ich weiß auch. Und das ist noch nicht mal das. Oh mein Gott, was sind das für Fische hier? Ah! Ja, das Schiff schwankt. Ja, vielleicht sollte man keine Rennen drauf fahren, wenn das nicht so stabil ist. Oh Mann, diese dumme Tische, Alter, da hab ich gerade vorher weggeschuckt. Wir haben sogar die Schilder Augen. Ja, sie hat irgendwie alles Augen. Das ist jetzt echt nicht so das Alleinstellungsmerkmal. Ey, aber dieser bekackte Esstisch. Der hat mich gerade richtig schön abgefuckt. Och, Mann, ey. Jetzt bin ich schon wieder so weit hinten. Ey, wenn du hier einmal hinten bist, ne, dann kannst du es eigentlich vergessen. Weil irgendwie kriege ich da noch nie die guten Items. Oh. Das sollte doch genau andersrum laufen, oder? Eigentlich ja schon, aber du kennst ja mein Glück. Ich krieg halt dann einfach so Sachen wie grüner Panzer. Dankeschön. Dieses eine Item wird mir jetzt helfen, an die Stütze zu kommen. Oh, das Spiel ist irgendwie so trostlos, wenn keine Musik ist. Das ist echt schlimm. Ey, diese beschissenen Esstische, ne? Ich werde einen Beschwerdebrief an die Schiffsschule. Oh mein Gott, ich geh da runter! Warte mal, hä? Ich bin ja gar nicht tot. Ich lebe! Ja. Wo zur Hölle bin ich? Du bist ziemlich weit hinten, das bist du. Ja, ich verstehe gerade nicht so ganz, was hier passiert ist, aber, ja. Ich glaube, du hast so das Gegenteil einer Abkürzung gefunden. Ja, ich habe irgendwie einen Umweg genommen, ja, aber ich bin jetzt doch wieder auf Platz 5, das ist besser als davor. Daher kann ich mich nicht so richtig beschweren. Boah, hör doch mal auf, ja. Guck mal, Esstisch. Ey, diese Esstische, ne, es ist unglaublich. Ah, nee, da geht's in den Maschinenraum. Ich weiß nicht, ob ich da vorbei. Ja, nee, das war nicht so schnell.
Ey, sag mal, kriege ich eigentlich auch mal irgendwie gute Items, die mich hier voranbringen? Und nicht nur irgendwie so... Oh, ja! Ja, gut. Schlamm. Du Schlampe, ey. Okay, da habe ich gerade ein gutes Item bekommen, und zwar drei rote Panzer und dann noch einen roten Panzer. Ja. Ja, der baut da seine Führung aus. Yeah. Souverän. Oh Gott, nein, nicht mal Luigi Arena oder Stadium. Wie kann sich eigentlich jeder hier in dem Königreich irgendwie was selber leisten? Naja, ich meine, offensichtlich haben die es hier nicht so mit Steuern. So, dann hat man halt Geld. Ich weiß auch nicht. Ich meine, war Luigi nicht irgendwie auch so ein Kumpel von Bowser? Vielleicht hat dem einfach irgendwie Geld geliehen. Oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder ist Wario nicht so eine reiche Sau? Na ja, Wario hat sich bestimmt schon alles so geklaut. Oh, Jesus Maria, dieser dumme... Ah! Okay. Gar kein Problem, ich bin der King. Nein, oh Gott, was fährst du denn hin? Oh Gott. Komm schon, spring, ja! Oh Gott, nein. Das Bitterste, was dir passieren kann, ist, dass wenn du in der Luft von dem, von irgendwas getroffen wirst und dann da runterfällst. Ja. Mit der Bowser, wie oft hast du eigentlich einen Scheiß... Nee, das war gar nicht Bowser, okay, ich wollte schon sagen. Okay. Ach, ich treffe diese scheiß Itemboxen nicht. Oh, Kevin, du triffst Besuch. Echt? Oh nein! Ey, dieser blaue Panzer, ne? Wer den sich ausgedacht hat, der wurde vom Teufel persönlich geschickt. Das ist einfach wirklich... Oh, fuck! Behindertste, beschissenste Drecks-Item, das sich irgendwer aus dem Arsch des Dämons der Hölle gezogen hat, ey. Ach! Ich glaube, es gibt mehrere Dämonen aus der Hölle. Ja, das ist der Erzdämon, Lucifer. Ach, komm schon! Weißt, jetzt sind diese Pisser vor mir, die das sowas überhaupt nicht verdient haben. Und weißt, die würden nicht mal gewinnen, wenn alle mit verbundenen Augen und rückwärts fahren würden. Aber nein, jetzt haben sie ja so einen beschissenen blauen Panzer bekommen und meinen jetzt, sie sind die Kings of Universe. Oh, das ist so schlicht einfach, weißt, das ist so unverdient. Das tut mir einfach weh in der Seele. Das kann man sich echt nicht mit ansehen. Ich bin Achter. Oh, das ist so lächerlich. Ah! Meine Fresse, ich wäre sowas von Erster geworden, wenn diese Penner nicht ihren dummen blauen Panzer geschossen hätten. Ich bin Siebter. Naja, souverän. Okay, ich bin Sechster. Oh, da haben sich gerade noch vorbeigemogelt. Ja, da komme ich halt irgendwie auf die Rampe und werde von irgendeinem Scheiß getroffen, zweimal. Okay, 13 und 23. Ehrlich, das war eine echt gute Runde für mich, wenn ich dieser eine bekackte blaue Panzer mich getroffen hätte. Der hat mir das ganze Spiel kaputt gemacht. Naja, 10 Punkte Vorsprung, ich meine, da kann man mit leben. Siegerehrung, möchten wir uns das? Nein, das geht nicht. Ich will ja nicht noch salzig. Auch Dritter. Wir sind aber Triple A. Ja, so. Nicht Double A, B. Musik, warte mal. Sound. Keine Ahnung. Eigentlich müsste da jetzt Sound sein. Das da, Grand Prix, 150. Du darfst wieder wählen, ich bleib bei meiner Kombi. Okay. Ah, ja, Baby Mario mit seinem beschissenen Kettenhund. Und der mit seiner dummen Riesenbanane. Und wir mit dem dummen Babywagen. Okay, Sterncup. Hab noch nicht so das gute Gefühl, aber okay, go! Was? Sherbet Island, oder was? Okay. Okay, der scheiß Stein hat Augen. Diese Felsen da und eine Nase. Ja. Und auch dieser Eisblock da drüben. Ja, hier hat...
Oh mein... Warum fahren hier blaue Shy Guys Schlittschuhe? Oh mein Gott! Rote Shy Guys, die ein paar Schlittschuhe fahren. Die sind irgendwie schlimmer. Homos? Oh, diese Karte, Alter, was geht? Können wir wieder Waluigi fahren? Waluigi Arena war bis jetzt irgendwie die beste Karte. Ja, nee. Oh, hallo, blauer Panzer. Ich bin ja gerade erstmal irgendwie so eine halbe Sekunde Erster. Liebesgrüße aus Moskau. Ja, ne? Das wäre sogar ziemlich politisch jetzt. Ne? Korrekt. Ah, wer war das? Warst du das? Nee, du warst es. Alter. Nicht. Please. Ey, weißt du, immer wenn irgendjemand dumme Scheiße abzieht, dann muss ich davon ausgehen, dass du das bist. Ah, komm schon. Ah! Nein! Nein! In diese Drecksman! Das geht doch nicht! Come on jetzt! Ey, können wir einfach den ganzen Tag Waluigi Arena fahren? Irgendwie ist das besser. Oh, ah, diese Eisphysik. Diese Eis. Oh, ey! Wer war das denn? Das ist so lächerlich! Ey, wie soll man denn Items kriegen, wenn einfach jeder Penner einen schucken kann? Wenn du auch so ein leichtes Auto nimmst, ist das normal. Ey, das ist doch. Kannst du mal aufhören, dumme Pirouetten zu drehen? Keiner schaut dir zu. Okay, ehrlich. Ich werde gerade nur noch von allem möglichen Scheiß getroffen. Können wir mal kurz, ne? Das ist auch mal wieder gut. Das Geile ist, der Blitz, ne? Der ist eigentlich voll geil für mich als Kleiner, weil die Kleinen halt, haben halt übelste Beschleunigung. Und die Großen halt nicht. Kriege ich eigentlich nur Scheiße gerade. Kann ich mal kurz, naja. Ich will mich ja nicht die ganze Zeit beschweren, aber... Du bist Achter. Ich bin Achter und krieg 3 Pilze, willst du mich verarschen? Hey, du bist 7. geworden dadurch. Gibt's denn den beschissenen Kugelwilli? Gibt's hier nicht. Was? Hier gibt's keinen Kugelwilli, was zur Hölle? Ja, diese Kugel, die einen nach vorne schießt. Gibt's hier nicht. Ach, das war bei hier Wii oder was? Ja. Ach. Ja, gut. Nee, also ehrlich, das ist eine Drecksmap. Ich bin dafür, dass wir einfach nur die ganze Zeit Waluigi Arena spielen. Waluigi Arena und dann ohne blaue Panzer. Das wünschst du dir, ne? Und schon wieder fahren wir in illegale Straßenrennen. Ruckelt das gerade auch so hart bei dir? Nein. Na gut, dann wirft's mich vielleicht gleich aus dem Internet raus. Na, jetzt geht's wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist es ja eigentlich egal, wie man fährt, oder? Also ob man jetzt geradeaus oder gleich rechts oder geradeaus. Ja. So. Ich hoffe nur mal, dass es so gebalanced ist, dass es nichts ausmacht und wow. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder ist mein Rivale? Oh Mann. Aua! Oh, da hat dein Vater dich abgeschmissen. Das ist dann sein Disziplinarverfahren. Oh, jetzt habe ich gerade absolut nicht auf meinen Bildschirm geguckt. Also, absolut nicht. Eigentlich fehlt da doch noch ein Cup, oder? Weil das Ding hat doch hier, glaube ich, keine Rainbow Road. Ja. Man muss, glaube ich, ein oder zwei Cups freischalten. Das ist ja scheiße. Ich will eigentlich mit Rainbow Road. Vielleicht kriegen wir den ja, wenn wir alle einmal irgendwie gefahren sind. Aber ich glaube, wir müssen eher gewinnen, bevor wir irgendwas kriegen. Ja, also ich tue ja mein Bestes. Ich weiß nicht, was du machst. Ich bin Zweiter. Oh, dieser dumme, dieser Raupenexpress, ne? Dieser Raupenbus. Der Wiggler. Der, was? Ja, das Viech heißt Wiggler. Wieso heißt das Ding Wiggler? Weil das Viech halt so heißt. Also jetzt nicht der Raupenexpress, sondern die Raupe selbst. Ah! Ey! Wie soll man den Scheiß ausweichen? Man fährt über die Kuppe und dann kommt dann direkt so ein Cabriolet in die Fresse gefahren. Oh. Wie sieht das denn vor? Geisterfahrer. Ey, ehrlich, können Sie nicht mal an die Straßenverkehrsordnung halten? Was? Ey, okay. Erstens fahren wir illegale Straßenrennen. Zweitens fahren die Autofahrer hier genauso illegal wie wir. Was ist das für eine Stadt? Oder für ein Königreich. Ach, jetzt weiß ich, warum das Mushroom City heißt. Die sind alle auf Pilz. Die sind alle auf Droge hier. Deswegen. Oh, yeah. Ja, die Stadt hieß ja vorher Clean City, ne? Ja, wahrscheinlich. Jetzt ist es halt Mushroom City, nachdem hier das Mario-Kartell Einzug gehalten hat. Ah! Das Mario-Kartell, Alter. Alter, hier überall mich die Scheiße rammt, ey. Mann, Mann, Mann. Das gibt's doch nicht. Warum ist die Musik weg? Ich weiß es doch nicht. Ey, ehrlich. Dumme Scheiße, die hier abgezogen wird und die Musik, die fehlt. Das ist doch zum Kotzen. Auch noch das, ne? Ach ja.
Yoshi Circuit, oh je, oh je. Yoshi, Yoshi! Ja, wir können selber lesen. Ich krieg irgendwie den Start nicht mehr hin. Irgendwie, ey, diese eine dumme Eismap, die hat mich jetzt komplett kaputt gemacht, mental. Ja. Kann ich nicht einfach. Du kannst gar nichts mehr. Nee, ich krieg heute nichts mehr hin, das merke ich schon. Wer kann mich nicht auf diese grandiose Idee, eine Strecke nach der Außenumrisse eines Yoshis zu machen? Yoshi? Ich meine jetzt bei Mal Nintendo schon. Derselbe, der sich den blauen Panzer ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Au, Blumen. Gott, Alter, kriegt nix hin, es ist zum Kotzen. Ich fahre gerade so einen Hafen zusammen. Ein Hafen? Oh shit, da kam ein Riesenpanzer um die Ecke geflogen. Alle meine roten Panzer sind bis jetzt irgendwie zur Seite geflogen. Du Schlampe. Ach, dass du wegkommst. Ich glaub, du bist wegkommen. Ja alles wegnehmen! Komm schon! Oh Gott, nein! Ah! Ey, wie der mich reingeschuckt hat! Ey, dieser blöde Weg, jetzt frisst du auch einen blauen Panzer dafür. Das tut mir jetzt nicht mal leid. Der blaue ist ganz weit anders, der erste. Der ist ganz weit woanders gewesen. Was? Wieso? Mario. Mario ist schon am Ende des... Guck mal, wo der ist. What the fuck ist... Alter! Dieses Ei! What the fuck? Seit wann verfolgt einen das denn? Schon immer. Ich dachte, das geht nur geradeaus. Nein. Och, Mann, ey. Das ist doch scheiße. Wie soll man denn so spielen? Nein! Oh Gott! Ey, was geht denn gerade ab, ey? Ich werd nur von allem Scheiß getroffen und dann... feuert mich der eigene Stern auch noch aus der Karte raus, ey. Das ist doch scheiße. Und der nächste Stern schon wieder. Gott, Alter. Ey, diese Map, ne? Ey, ich glaube echt diese... Ey, können wir bitte den ganzen Tag in Waluigi Arena fahren? Nein. Das ist die beste Map in diesem ganzen Dreckspiel. Das ist doch... Das ist schon wieder ein Stern. Ja, aber das bringt mir nichts, weil ich komme auf der Strecke nicht zurecht. Ja, deswegen benutze ich ihn lieber nicht. Ich muss ihn ja benutzen. Sonst geht er ja nicht weg. Ah ja, gut. Oh Gott. Und natürlich noch ein... Ja, ein Ei. Alter, du bist doch irgendwie schon letzter. Warum hast du denn noch getroffen? Ja, weil ich halt irgendwie noch vorletzter war. Weißt du? Und jetzt hat mich halt so ein dummes Ei von Birdo erwischt. Birdo? Birdo? Birdo, die transsexuelle Schlampe. Du Miststück, Alter! Das ist doch lächerlich! Oh Gott, ey! Ab sofort ist Waluigi Arena die einzig anerkannte Strecke, alle anderen sind doch scheiße. Kevin, egal wie du es drehst und wendest, ich hab gewonnen. Ja, du lutschst dir auch Schwänze in der Hölle, ey. Das ist echt zum Kotzen. Letzte Runde, und das machen wir jetzt noch gescheit. Mountain. Nee, ehrlich, es gibt einfach nur eine gute Map und das ist fucking Waluigi Arena. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist die gebalanceste Map von allen. Mhm. Whee! Guck mal, wie böse der guckt. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir auf den zufliegen, aber andererseits, ich kann ja auch verstehen, dass der böse ist. Ich meine, hallo, was sieht der? Der sieht den ganzen Tag, wie irgendwelche bekloppten, offensichtlich drogenabhängigen Rennfahrer auf seinen Berg geschossen werden. Ja. Hätte ich auch schlechte Laune. Und die Wolken, die sind einfach nur glücklich. Ja, die Wolken denken sich, I'm so high. Ne? Geschnallt wegen high. Ja, schon klar. Okay. Wollte ich nochmal bestätigen, dass ich den schlechten Witz verstanden habe. Ey, wer wirft die eigentlich schon wieder mit Bomben? Was soll denn das? Bomberman! Tun hier alle so, als wäre das hier Bagdad. Oh Gott! Alter, nee, du, heute ist nicht mein Tag. Nachdem du irgendwie zweimal irgendwie souverän Zweiter und Dritter wurdest. Das waren ja auch gute Maps, weißt du? Hier auf Scheiß-Maps kann ich natürlich nur an guten Tagen gewinnen. Also ich meine, ne? Ich bin ja auch nicht irgendwie Gott. Alter. Es ist übrigens interessant, dass einen der Blitz nicht trifft, während man in der Luft ist und auf den Berg geschossen wird. Ja. Würde ich nur mal sagen, das ist, kann man ziemlich gut ausdrücken. Das heißt, irgendwie wurde ich, glaube ich, effektiv als einer der wenigen getroffen. Wahrscheinlich, ja. Oh je, oh je, oh je.
Jetzt werden hier auch noch Steine auf die Strecke geschmissen. Scheiße! Nein! Ach komm! Ey, lass mir doch wenigstens Zweiter werden. Was soll denn das? Ist ja nicht die letzte Runde. Ach, ich krieg nichts hin! Bitte! Ich will doch einfach nur noch irgendwie ein bisschen nicht Letzter werden. Bisschen einfach nicht Letzter, gut. Oh Gott! Das ist doch scheiße! Nein, 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 wie geil. Ey, ehrlich. Der zweite Cup mit motherfucking Mushroom. Nee, nicht Mushroom, mit Waluigi Arena. Das war die beste gottverdammte Map und das war auch der beste gottverdammte Cup, weißt du? Alter, das war sowas von Next Gen Level Play. Ich hab gesehen, dass du den blauen Panther geschmissen hast. Hab mich dann selber in die Klippe gestürzt. Ach, wir schauen jetzt auch noch auf den Bildschirm des Gegners oder was, um sich taktische Vorteile zu. Ja, natürlich. Mit allem mit dem Gewinn. Moment mal, ich dachte, wir spielen hier fair. Also jetzt erkenne ich das nicht. Nein, nein, Kevin, wir haben noch nicht fair gespielt. Nee. Hier, erzähl mir jetzt keinen Scheiß. Das Ergebnis ist nicht korrekt, wenn du hier am Beschwimmen bist. Also dann fechte ich das Ergebnis an. Das muss ja, dann mach das. Dann sind diese Punkte, die wir jetzt kriegen, irrelevant, okay? Lass mich mal kurz bitte. Was da gerade passiert ist. Und soll ich die Punkte noch aufschreiben oder soll ich es einfach. Das möchte ich jetzt wissen, also bitte. Ich möchte jetzt. Okay. Ja, das ist die. Ich hatte 38 und du hattest. 9? Moment, bei dem jetzt. Ja, aber ihm ist es ab. Ich möchte das komplette Ergebnis jetzt haben. Ja, gut. Also mach mal kurz hier. Okay, lass das von mir aus. Jetzt verkünde das amtliche Endergebnis, das will ich jetzt wissen. Das muss ich eben schnell ausrechnen. Ja, dann rechne. Also, 19 plus 13 plus 38. Also ich habe 70 Punkte. Ja, also ich rechne das jetzt nicht nach. Ich hoffe, das machen dann die Zuschauer, wenn du bescheißt. Ja. Und du hast 49. Naja. Also knapp 20 Punkte Unterschied. Ach, ja. Darf ich mal kurz fragen, nur Spaß, aber wie wäre das gewesen, wenn wir nur die ersten beiden Cups gespielt hätten? Hättest du definitiv gewonnen. Ja, also in Zahlen oder ist es sicher? Definitiv gewonnen. Okay. Der erste Cup war 19-18, der zweite Cup war 22-13. Naja, A. Ich meine, nicht, dass das in irgendeiner Form jetzt relevant ist. Es ist für mein persönliches Wohlbefinden. Okay, das war Mario Kart. Das hat der Nico mehr oder weniger verdient gewonnen. Machen wir weiter. Wie wär's mit einer Runde Worms? Ja, das klingt gut. Okay.